Herzlich willkommen on wieder Real zu FIFA 23 und Liga 4 immer noch, ja, aber ihr braucht zwei Siege langsam. Und ja, ich bin sicher, dass Kingsley Coman nicht das Tor. Und wenn der reingeht, dann haben sie das Ding erstmal im Griff, aber so weiter 0-0. Und ja, also drückt mir die Daumen, dass das ein bisschen was wird jetzt. Ja. Militao spielt neben Antonio Rüdiger in der Verteidigung. Vinicius Junior steht mit Federico Valverde auf dem Flügel. Und der einzige Stürmer wird Karim Benzema sein. Oh shit. Benzema! Jeder Schuss, Leute. Richtig. Jeder. So hatten sie sich das vorgestellt. Das ist Wahnsinn. Also. Da kann ich haben, gell, das sag ich da. Sie müssen was tun. Ist gar keine Chance, überhaupt keine Chance, überhaupt keine Chance. Und dann ist komm, das macht ja keinen Spaß jetzt mehr. Alter. Doppelschlag, da ist es. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. Zwei Tore Führung jetzt. Digga. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Hier geht's wieder mit. Schau, wie die spülen. Mit der spült. Camavinga verliert den Ball. Serge Gnabry. Was tut denn er da draußen? Kimmich führt aus. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Wichtig, dass er den abblocken kann. Valverde. Abgefangen dieser Ball. Alter. Mané. Modric wird gut unterstützt. Da verlieren sie den Ball. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so. Und jetzt auf jeden Fall. Steilpass. Aber dann kann die Abwehr die Gefahr bei diesem Steilpass doch noch bereinigen. Auf außen wäre Platz für Vinicius Junior. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. Ja, wissen wir. Ist in Ordnung. Courtois ist da. Super aufgepasst. Aber immerhin als Verletzter das Tor gemacht. Als Verletzter. Den Nachschuss darfst du so gar nicht erst zulassen. Cool. So, du Verletzter raus. Und trotzdem cool, dass du es Tor gemacht hast. Dankeschön. Machen wir dann so, glaube ich, komm. Yes. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Jo, schön. Klasse Parade und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, nochmal heiß wird und dann fällt das Tor. Genau, so kommen wir das an. Nach diesem Anschlusstreffer für die Bayern geht es nun weiter. Ich glaube, das wird noch spannend hier. Riesenchance. Nicht das Tor. Und da sehen wir, so ein harter Schuss ist nicht immer die beste Lösung. Absolut mehr Gefühl. Vor allem nicht in FIFA. Goretzka mit dem Ball. Das haben wir schon gelernt, ne? Luka Modric. Alter, das ist super. So muss man mal losen. Ganz sicher verhindert er da den dass er krank gut ist. Distanz. Alter. Federico Valverde. Toni Kroos. Jetzt schießt er. Real Madrid macht weiter Druck, erhöht seine Führung mit diesem Tor jetzt auf 2 Tore. Alter, Digga, Leute. Oh, meine Nerven. Kroos, unwiderstehlich, wie er sich. Dass er jeder Schuss hat drin. Das ist und da gibt es nichts mehr zu halten.
Da tut er gar nichts und ich verkacke trotzdem. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Ballbesitzstatistik auf Seiten von Real Madrid. Und sie schaffen es halt auch immer wieder, diese spielerische Überlegenheit in Torchancen umzumünzen. Und daher ist die Führung Alter. Bisher berechtigt. Ballverlust Real Madrid. Was ist? Groß. Da ist der Alter. Ich bin echt so abgefuckt, ne? Ganz sichere Parade. Klasse durchgesetzt. Das macht er sehr gut. Die erste Hälfte ist gründlich misslungen. Der Blick auf die Anzeigetafel ist einfach nur ernüchternd. Schau dir das an. Sie machen zu wenig. Zwei Tore sind sie hinten. Und ich frage mich schon, was ist denn mit dem? Da zieht er ab. Auf ihn ist Verlass. Schöner Block. Nee, nee. Noch den Part mehrmal wieder Päuschen machen. Das, Kurze Ecke jetzt. Das ist echt ein Krampf. Vinicius Junior, Riesenchance. Alles klar, was? Aus der Distanz. Boah, das war. Was? Ecke groß. Quatsch. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Ach, fick dich doch, echt. Valverde. Ja, komm. Gnabry mit dem Ballverlust. Mach ein Eigentor, komm. Ja, und jetzt scheißt der Antor. Gutes ja, frühes nichts Stören. Drauf. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Müller, klasse. Gehalten, da zeigt er sein Können. Komm. Da kommt die Ecke. Sie bekommen den Ball nicht weg. Das ist so lächerlich, ne? Mit diesem Pausenpfiff ist der. Danke Leute schon mal fürs Zuschauen, bewerten, Kommentare, Abo teilen bei Interesse. Ihr wisst, mich freut's. Ja, wirklich. Zumindest die Bewertungen sind ja manchmal da. Ne? So. Mit einer klaren Führung von Real Madrid gehen wir nun wieder hinein in dieses Spiel. Die zweite Hälfte kann losgehen. Toni Kroos. Da ist Benzema. Klasse passiert. Das kann das werden. Jo. Er nimmt den Volley. Da ist das Tor. Da war natürlich aber auch wirklich alles offen. Nächstes Tor für Real. Sie erhöhen weiter. Führung damit schon 3 Tore. Ich glaube echt. Viel mit Auge. Was, wo's? Gute Szene, aber gibt Abstoß. Ballerung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Mhm. So, Konterchance, vielleicht jetzt. So, Alter. Oh mein Gott. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Ich hab wahrscheinlich so nicht gerechnet, dass das so geht, ha? Valverde. Ja, mit viel Übersicht. Davis. Jetzt ist er durch. Er macht ihn rein. Da war alles offen. Da haben sie ihn geradezu zum Toreschießen eingeladen. Ja, schön war er. Muss man schon sagen. Aber mehr halt nicht, ne? 4:2 steht's damit. Hier ist einiges los. Ja, was soll ich sagen? Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf.
Er geht dazwischen. Leon Goretzka. Da ist er zur Stelle. Okay. Oh mein Gott. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Fast schon leichtfertig vergeben, diese Gelegenheit zum Konter. Guter Steilpass hier, macht er gut. Super gehalten. Was für eine Aktion, also der muss doch sitzen. Alter. Davis. Groß am Ball. Spielt zurück zu Modric. Modric muss er machen. Souverän, wie sie das hier machen. Nächstes Tor, drin der Ball. Die Führung damit. 3 Tore. Sie liegen deutlich vorn. Da geht er vorbei. Chance für Musiala. Ach, Digga. Der Lupfer führt Pum. Nicht zum Tor. Oh, mein Boy. Stark gemacht, wartet lange und setzt sich dann in diesem Duell der Nerven durch. Mhm. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Aber was ist los? Valverde. Klasse Tackling. Thomas Müller jetzt. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Lächerlich! Und das gibt Vorteil für Real. Alter, die spielen so ihre Ebene echt. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Das schaut nach Liga 5 aus, das sagst du. Ja, auch das wieder eine unglaubliche Aktion. Wechsel jetzt bei den Bayern. Ja, du! Nein, komm los, Mas. Du weiter. Arschloch. Alter, ich schmeiß den Controller gleich mal hin. Der kurze Eckball. Mit viel Zug in Richtung Mitte. Da gehen sie dazwischen. Wichtig. Oh. Den Ball kann der Torwart aufnehmen. Mhm. Alter. Da entscheidet er auf Foul, Freistoß gegen Real. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Es ist einfach, Leute. No. Real Madrid mit dem Ballverlust. Ah. Hm. Jetzt können sie den Angriff starten. Das ist lächerlich einfach. Serge Gnabry. Strafstoß und gute Gelegenheit jetzt für die Münchner. Müller macht ihn. Mhm. Na schön. Why not, ja. Und den Spielstand möchte ich nochmal betonen. Es steht 5-3. Mhm. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Carvajal. Da ist Modric. Valverde. Benzema mit der Chance. Kein Problem, ganz sicher. Gespielt. Da muss er hin und holt sich den Ball. Da ist Mondi. Kammerwinkler mit dem Ball. Die Chance. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Der Ball zu Müller. Ja, oida. Abschluss. So natürlich egal, es ist echt. Courtois in Bedrängnis. Ja, komm, traust dir eh nicht weiterlaufen, also. Jo.
Ich bin ein Wurf weiter. Gnabry mit dem Ballverlust. Einfach nur Scheiße. Ja, tschüss. Er versucht's mit dem Heber. Was für ein Tor. Und das ist heute sein Spiel. Ja, komm. Ja, okay. Ja, bin jetzt aber schuld. Da lässt jetzt die Zeit natürlich laufen, ne? Im Benzema war mittlerweile schon sein drittes Tor. 6-3 der Spielstand. Ein Fest für die Zuschauer und uns. Ein Albtraum für die Trainer. Was für die Trainer? Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Camavinga verliert den Ball. Five-o, please. Valverde. Die Hoffnung im Abstiegskampf schwindet. Das Spiel ist aus. Und auch heute. Bist du Bescheid, ne? Ich brauch 2 Siege. Und 3 Spiele habe ich noch.